Ja, und somit wieder ein herzliches Hallo zum American Truck Simulator. Weiter geht's. Ihr seht, so ein paar kleine Updates habe ich hier am LKW montiert. Links und rechts jetzt eine Nummertafel, wo man die Namen wieder reinschreiben können. Also wenn wer mitfahren will, mir als Beifahrer bitte melden. Unten ins Kommentar reinschreiben. Ja, wenn ich es dann lese, werde ich den einen oder anderen natürlich mitnehmen. Je nachdem, wie viele Interessen das gibt. Könnt dann wieder mitfahren mit mir, so wie im Eurotruck, wie gehabt. Hier ist es jetzt original, also da funktioniert es wenigstens. Und dann oben, hier seht ihr es, oben diese orangenen Lämpchen habe ich mir auch geleistet. Das war relativ günstig, glaube ich, mit dem Level jetzt. Vorne hätte es dann noch so entlang beim Motor habe ich fast ganz vorne auch so komische Rückspiegel gegeben, aber das hat irgendwie komisch ausgesehen. Wenn du mal mitkommst, dann vielleicht in den Truck Store. Kann ich euch das mal zeigen, aber das ist zwar innen, weil es links vorne unten auf der Motorhaube ist, würde man das dann sehen, den Spiegel. Aber optisch schaut das nicht wirklich gut aus. So. Genau, was habe ich angenommen? Angenommen habe ich von Fresno nach Los Angeles. Fernsehgeräte. Und wir kriegen 4676 im Idealfall. Das ist, glaube ich, wieder eine UPDF 8, wenn nicht alles täuscht. Das habe ich angenommen. Und eben bei dem Ding war ich auch noch. Nur zu viel zur Info. Wenn sich hier fragt, wir sind doch im letzten Part ein bisschen woanders ausgestiegen. Das ist richtig. Aber so einen kleinen Sprung habe ich mehr oder weniger gemacht. So, hier sieht man jetzt oben die Lichter sehr schön. Fernlicht haben wir da, jawohl. Fenster, Standlicht. Schaut irgendwie ganz böse aus. Also, animiert ist es eigentlich sehr schön. Wunderbar, so gehört es ja halt auch für so einen Simulator. Und wir fangen also mal Licht. So, der Hänger hat sowieso seine Begrenzungslichter. Die jetzt oben auch nicht rein. Jetzt fahren wir ganz normal weiter. Fernlicht gegen Auftreten, sehr schön. 200 Meilen, grob. Die Länge passt wieder wunderbar. Für einen Part. Ja, die Musik will ich gar nicht aufdrehen, weil da weiß ich nicht, ob es nicht irgendwelche Probleme gibt. Ob es dann eben ohne modernisieren, ob es dann egal ist. Also ist halt leider generell, musikmäßig ist leider für YouTube ein Problem. Gut, vielleicht probiere ich es einmal aus, aber jetzt da fahren wir mal hier unsere Fracht nach. LA haben wir gesagt, oder? Ja. Dann werden wir mal schauen, dass wir Städte anfahren, die wir noch nicht gehabt haben. Wir haben ja gerade gedacht auf unserem Map auch. Ja, Gedanken und geschlafen habe ich auch. Weiß nicht, ob das jetzt im Bad war oder keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall gemacht. Wir sind voll gedankt und ausgeschlafen. Ich weiß, ob das offline war oder nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Ist auf jeden Fall erledigt. Und auf die Autobahn, holy shit, das war fast ein bisschen zu flott. Aber ist noch gut gegangen. So, ist da jemand? Wow! Da kann ich
gesehen. Da war der gerade im berühmten toten Winkel, oder wie? Da habe ich so in den Spiegel geschaut, aber irgendwie habe ich den nicht gesehen, den Kollegen. So, 150 Meilen nach. Jawohl. Auf der Autobahn wird es jetzt relativ flott dahin gehen, wieder bis zur Abfahrt zumindest. Schwung weg. Ach gut, dann geht's geradeaus. Ah, der fährt auch weg. Also ich könnte das sparen, okay. Ja, wie gesagt, demnächst, wenn es funktioniert, bei Mike auch online. Da haben wir dann, schätzumativ, statt Mike einfach dann die anderen Fahrer alle am Start. Dass KI-Traffic auch zusätzlich noch dabei ist. Ich glaube, das funktioniert nicht wirklich. Werden wir aber alles sehen. Als hätte ich es gerochen. Ah, sorry, ich fahre wieder auf Blendlicht. Eieiei. So, da vorne müssen wir jetzt aber irgendwo wegfahren, dann glaube ich, aber das geht sich noch locker aus. So, müssen wir. Wir wissen aber nicht da, oder? Moment, wir sind nach hinten, das heißt, die Abfahrt noch nicht. Aha, da geht aber die Spur weiter, das heißt, eigentlich können wir jetzt darüber. Moment, müssen wir hier runter? Na klar, da müssen wir runter, okay. Exit. Über diese knappe Auffahrt nach der Runde. Ja, im Notfall muss man einfach stehen bleiben, ja. Ist so. So, noch 50 Meilen. Gamezeit 1 Stunde, das heißt wir sind dann 7.45 Uhr grob dort wahrscheinlich. Irgendwie.
Aber jetzt ist einmal definitiv American Truck Simulator dran. Ja, das sind wir, das ist relativ kurzer Anhänger. Aber das wäre bis jetzt auch ein langer, kein Problem im Prinzip. Wie sieht das aus? Ja, wunderbar, kurz sowieso. So, wir müssen... War da keine Ampel? Nein. Da müssen wir rein. Jetzt haben wir auf der 8. Die Voreinstellung. 10 Minuten, da waren wir jetzt aber relativ flott unterwegs. Gut, wir müssen einparken auch noch. Aber so, wenn wir gleich wegfahren. Im Bad starten beim Wegfahren direkt, könnten wir durchaus... Ah, kein Problem für uns. Könnten wir durchaus eine längere Strecke auch nehmen. Das nächste Mal beim nächsten Level werden wir vielleicht sogar eine längere Strecke einstellen. Dass wir bekommen. Hoppala, das ist eine super Einstellung. Wo müssen wir nochmal hin? Kann man links oder? Ah, das ist aber kein Problem, oder? Ah, da wartet schon der Verlader. Was soll ich? Wie gesagt, so das Firmenlogo hätte ich irgendwie liebend gerne noch auf meine LKW irgendwie so oben. Auf der Tür wenigstens. Das wäre irgendwie geil. Das war bis jetzt stellenweise beim ETS. War das stellenweise schwieriger, will ich meinen. So, mal ein Ding raus. Rot aus. Handbremse. Und abladen. I think I like it. Errungenschaft freigeschaltet. Joa. Da werden wir noch mindestens zwei Frachten brauchen, bis wir Level 4 sind. Weiß nicht, ob es auf Level 4 schon irgendwas Interessantes, Neues gibt. Bonus für zerbrechliche Fracht. Ah, genau, 200, sehr gut. Da gibt es einen Bonus, Level 3 Erfahrung, 130 dazu. 38 EP für die zerbrechliche Fracht und fürs Einpacken nochmal 40 EP. Ja, wobei 40, ja. Ja. Summiert sich natürlich auch mit der Zeit. So, na super, jetzt haben wir 13 Minuten. Was machen wir jetzt? Wir schauen ins Auftragsangebot rein. Und fahren einfach mal los, hätte ich gesagt. Genau, wir wollten ja auch noch andere... Da ganz nach Norden will ich noch schauen. Nach Nevada rüber sowieso. Oder habe ich in Las Vegas meine Firmenzentrale? Moment, das muss ich doch irgendwo sehen, oder? Wo steht denn das? Firmending. Firmenmanager. Garagenmanager. Da werden wir es wohl sehen, wo wir sind, oder? San Francisco. Größe winzig. Ja, ist klar. San Francisco. Warum habe ich dann eine Nummertafel von Nevada? Oder habe ich mir das ausgesucht dort? Achso, oder ich muss das andere wieder... Achso, dann muss ich auf der Internetseite vielleicht das Richtige dann hochladen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe irgendwie beide eingestellt, aber ich glaube, je nachdem, wo ich bin oder wie, was, wann, wo. Müssen wir noch den Park gleich anschauen, wie dann das andere aussieht. Aber Nevada schaut ganz witzig aus, aber im Prinzip müssten wir Kalifornien haben, wenn wir da die 4-4-Sitz haben. So, Freunde, Auftragsangebot. Nein, nicht schnell. Ach so, aber so können wir wenigstens schauen, ob es zufällig, und ich habe es nicht mitbekommen, irgendeinen neuen LKW irgendwie
gibt, aber die kommen, glaube ich, demnächst. So dieser, ich weiß nicht, ob das ein Canvas auch ist, mit der relativ geraden Schnauze, etwas ein älterer. Hier noch nicht am Start. Aber wir haben schon mehrere Angebote hier, aber das sind alles die gleichen LKW. Das ist es nicht. So, der Frachtmarkt. Sollen wir vor nach Süden fahren? Karlsbad. Hm. Moment, wir werden einmal nach... Was? Bestimmungsort, genau. Aber von hier? Also wir sind ja gar nicht in Los Angeles komplett. Ist das? Wir schauen einmal. Rausfahren müssen wir sowieso. Was hat der im Angebot hier? So, Handbremse, genau. Ich wollte auch noch Gameplay. Die sequentielle Automatik wollte ich ja eigentlich haben. Dass ich jetzt das selber am Ding schalte. Moment, da gehe ich jetzt mal nach innen. Da müssen wir da rüberfahren, kann das sein? Ah, das ist der Händler. Hä? Warum kommt hier nicht die... Achso, naja, vielleicht hat er nichts. Okay, das kann auch sein. So, vergeht auch die Zeit. 17. Naja, perfekt. Dann suchen wir uns dann gemeinsam irgendeinen neuen Auftrag aus. Achso, das können wir gar nicht aussuchen. From LA to Bestimmungsort. San Diego wäre geil. Oh, wobei hier nach Bakersfield 20. Achso, da war noch was. Oh, Las Vegas wäre doch geil, oder? Waren wir das schon? Ah, Las Vegas waren wir schon. Oxnard kennen wir ja im Prinzip auch schon. Karlsbad. San Diego. Feuerwerkskörper, erste gefahren. Klasse 1 haben wir ja. Genau, wollte ich eh schon machen. Wo ist eigentlich Santa Cruz? Da oben. Ah, da waren wir auch noch nicht. Okay. Alles klar. Ich will aber... Also auch Santa Cruz. Ich will aber... Nach San Diego. Ja, 3. Ah, der ist A, leichter. B, gefahren. Gut, da bekommen wir auch nochmal einen Boni. Und es ist gleich da in der Nähe. Perfekt. Also habe ich nicht geschaut, ob das abbrennt. Man rennt das Angebot ab. Navi-Ziel 2 Stunden 48, das geht sich aus, Freunde. So, da fahren wir noch hin. So, ich von innen mit dem Kernschein kann man mit dem dritten Gang wegfahren, das passt. Oh, da ist ein bisschen Verkehr. Den riskieren wir. Da eigentlich Truck Service. Können wir da was freischalten? Sorry, nicht ganz regelgerecht, aber... Was ist das für ein Kennwort oder was? Ah, shit, brauchen wir nicht.
Ja. Aber wenn wir schon da sind, schauen wir mal, ob es ein neues Angebot gibt. Ah ja, schaut ja gleich von 3 auf 5 so ein intelligentes Getriebe. So, dann zeige ich euch noch die Spiegel, die wollte ich euch unbedingt zeigen. Kann man die außen auch montieren? Frontspiegel, genau. So, nämlich genau das. Und ich finde das jetzt nicht so geil, oder? Geld wäre wurscht, also 500 Dollar. Das ist meine kleine Frage für euch fürs nächste Mal. Weil wenn man jetzt drin sitzt, sag ich mal, wird es noch gehen. Man sieht hier ein bisschen vom Spiegel her, ja, gut, ist es nicht unbedingt notwendig. Aber ehrlich gesagt, mir gefällt das nicht. Die klatschen wieder runter. Aber ihr könnt mir schreiben, was ihr davon hält. So, hier Felgen, aber für 600, nö. Das nur schwarz ist. Sonst gibt es im Prinzip eh nichts. Die Lichter habe ich mir eh montiert. So, fahren wir schneller hin. Radfahrer wird der Fitting schalten, okay? Schalten jetzt auch konzentrieren noch zusätzlich. Ah, das ist ja wieder hier raus, das ist also ein Hauptverkehrsding. Da ersten gleich raus. Ist dann auch leichter zum Schalten irgendwie, weil es nicht so schnell geht auch natürlich. Man kann aber mit dem dritten Gang wegfahren, das passt. Wohnmobil. Rettungsauto, ja. Schalten. Bis zur 7, muss ich merken, kann ich doppelt drauf schalten. Ah, sorry, verschalten. Shit, wir machen ja nicht kaputt am LKW. Auch hier selber zu schalten. So, genau. Und optimal noch 22 42 pro die Meile. Auftrag annehmen. Da drüben steht er. Ich muss ja, Retourgang muss ich auch selber rein tun, genau. R2, was ist R2?
Red Bull auch zwei oder was? Achso, ich muss ja Gas geben, nicht die Bremse. Genau, jetzt ist ja umgekehrt. Ich glaube, R1 sollte hier mal reichen. So Freunde, das war's mit dem Part. Ich darf mich recht, recht herzlich bedanken. Ja, nächstes Mal geht's weiter nach San Diego, dass wir da unsere Karte, ja, hier sehen wir schön, wo wir schon waren und so und wo noch nicht. Nächste Ding fahren wir vielleicht nach El Centro. El Centro, klingt schon ein bisschen spanisch. Karlsbad, ja. Gut. Aber hier sind wir noch gar nicht gefahren, da sind wir alles ein bisschen abfahren. Dann werden wir vielleicht schauen, San Diego eben darüber. Dann wieder eine Fahrt vielleicht nach Las Vegas. Und dann werden wir hier rauf mal alles abfahren. Eli, Elko, nach Jackpot natürlich müssen wir auch fahren, kein Thema. Biochi, Castle City, Reno. Schaut ein bisschen, Reno schaut schon ein bisschen größer aus. Winnemucca, Herrenbrook da oben, Redding, Eureka, da gibt es auch eine Serie, oder? Ich habe es selber nicht gesehen, aber da hat es was geben. Bevor dann... Kommt da nicht Texas oder irgendwas? Oder... Ich weiß gar nicht, irgendwas kommt danach. Demnächst jetzt, das Free DLC. Dass wir dann unsere Hauptsache mal gleich abgefahren sind. Da müssen wir auch noch die Küste mehr oder weniger entlang fahren. Dann hier auch noch ein bisschen. Da werden wir uns langsam durcharbeiten. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke, Freunde. Ciao, ciao.